Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Things Live mit Mutaletti. Wir sind mal wieder unterwegs mit meiner großen Bumschachtel hier, dem Gretchen. Und ich brauche eigentlich nur Hintergrundbilder, damit ich hier ein bisschen quatschen kann. Ihr seht es oben links, ne? Wir haben es 6 Uhr morgens und ja, ich bin schon wach. Heute Abend findet nämlich ein großer Livestream statt. Er wird nicht so lange, aber wir haben etwas ganz Besonderes. Und zwar werden wir live dabei sein, wie sich sämtliche Teams aus der Community in Europa gegenseitig an die Gurgel gehen, um dann ganz am Schluss die Gewinner auf die Gamescom zu schicken und dort vor Publikum live gegeneinander anzutreten. Das klang cool, deswegen dachte ich, ja, das casten wir mal. Und heute geht's los von 16 Uhr auf twitch.tv/Mutaletti geht's los. Wir sind live bei den nationalen Qualifikationsrunden dabei, also Polen, Deutschland und so weiter und so fort. Da werden dann die besten deutschen Teams, die besten polnischen Teams und so weiter gegeneinander antreten. Und das findet heute und morgen statt, ab 16 Uhr. Na, geht nur ein paar Stunden, 3 Stunden oder so oder 4 und dann ist auch schon wieder gut. Dann geht's nämlich weiter in die Online-Gruppenphase vom 17. und 18. Juli für alle, die da arbeiten müssen. Da geht es erst um 19 Uhr los. Da könnt ihr also auch live dabei sein, wenn ihr Bock drauf habt. Würde mich freuen. Wie gesagt, die Gewinner davon ziehen dann in die Online-Ausscheidungsrunde am 22. Juli um 17 Uhr ein. Und dort wird dann ja alles ermittelt, was nach Köln darf, was zur Gamescom darf. Und dann, wenn ihr auf der Gamescom seid, werdet ihr all diese Teams, die wir hier sehen, live auf der Bühne sehen, die gegeneinander antreten. World Championship bzw. European Championship, World of Tanks. Ich hoffe, ihr seid live dabei und ich habe hier gerade eben HI geladen, weil ich dachte, ich sehe einen Turm, aber ja, es wurde Löwe. Wir machen jetzt hier etwas ganz Besonderes und zwar fahren wir einfach vor. Die gute ISO hat hier anscheinend nicht auf mich geschossen, deswegen ist sie sehr wahrscheinlich auch nicht da und jetzt wählen wir hier den Keil zwischen den T10 rechts und dem Löwen links treiben, während unser Team dann rechts den T10 rausnimmt, hoffentlich, und wir hier links einfach nur reinhalten und einfach nur der Keil sind, dass die dem nicht helfen können. Jetzt ist da nämlich rechts clear, wir haben keine Flanke mehr, wir sind jetzt die Flanke und damit können wir die hier in der Mitte aufrauchen. Und ganz ehrlich, ich kommentiere das hier gerade nach, weil ich, wie gesagt, einfach nur Hintergrundmaterial brauchte. Ich habe nicht gemerkt, dass ich mit Gold schieße. Es tut mir leid. Ich habe einfach nur die Taste gedrückt, muss die 2 erwischt haben, statt die 1. Eigentlich wollte ich mit AP schießen, weil da braucht man keinen Heat. Und ich war der festen Überzeugung, ich schieße hier AP. Also, sorry dafür, aber ist egal. Spaß mit Gold muss auch mal sein. Und jetzt haben wir hier eigentlich nur noch einen Löwen und ein kleines Objekt. Und das Objekt ist natürlich gefährlicher. Hab mich schon gewundert, dass ich so viele Sachen treffe. Und dachte mir, auch Gretchen hat heute einen guten Tag. Aber nee, ne, war Spaß mit Gold. Egal. Jetzt haben wir rechts hier die ISO. Die ISO kann nicht wirklich auf uns wirken. Deswegen fahre ich jetzt hier auch weiter vor. Und da haben wir den Löwen und der Löwe ist raus. Auch da habe ich mich gewundert, dass die AP-Granate so viel Durchschlag hat. Ich habe es nicht gemerkt. Sorry, Leute. Die ISO hat mit HE auf uns geschossen. 97 Schaden hat sie gemacht. Und das ist ziemlich wenig. Hatten wir echt richtig die Schweine. Hätten natürlich auch eine 750er Kelle sein können. Man weiß ja nie, was der für eine Kanone draufgeschraubt hat. So, jetzt mache ich allerdings einen ganz kleinen Fehler. Ich hätte hinten rumfahren sollen. Hier vorne rumzufahren ist echt ziemlich blöde, wenn noch ein Stritzwagen im Spiel ist. Das, ja, es war 6 Uhr morgens. So, ich habe es immer noch nicht gerafft, dass ich mit Gold schieße, ne? Immer noch nicht. Ist auch wurscht. So, jetzt kommt nämlich der Stritzwagen und verpasst uns erstmal eine schöne Breitseite. Also nichts wie ran hier an die Häuser und ja, mehr können wir auch nicht machen. Ah, natürlich das M-Rack, natürlich. So, es ist repariert und jetzt stehen wir erstmal safe vor dem Stritzwagen. Der steht da irgendwo oben und hier haben wir einen E50. Wir können jetzt hier nicht wirklich viel machen. Wir können natürlich nicht rechts raus, ne? Da holt uns der Stritzwagen. Der hat genug Pen, der kommt durch unsere Panzerung wie ein Messer durch Butter. Und wir könnten theoretisch zurückfahren. Mal gucken, ob ich das mache. Ich weiß es nicht mehr. Und links haben wir einen E100. Wir haben einen AMX. Und wir haben irgendwo noch einen Tiger 2. Aber der Stritzwagen ist das einzige Problem, was ich gerade habe. Und naja, der E100, ne? Der ist hinter uns. Den wollte ich jetzt eigentlich versuchen abzucovern, falls der da hoch will. Aber er will nicht. Und der ist halt noch relativ voll, während wir kaum noch Hitpoints haben. Insgesamt sieht es für unser Team gar nicht mal schlecht aus. Wir sind mittlerweile bei 3000 Schaden. Das ist auch okay. Und das Ganze halt mit Heat erkauft. Sorry Leute, mit AP wäre es auch gegangen. Ja, nicht ganz so butterweich, gebe ich zu, aber mit AP wäre es auch gegangen. Ich habe mich einfach verklickt. So, und jetzt haben wir den E50 und den Stritzwagen vor uns. Ich überlege jetzt, ob ich... Nee.
Hatte überlegt, ob ich nach hinten fahre, um den R100 anzugreifen, weil wir natürlich nicht gesichtet werden. Aber hier war ja noch der E50, ne? Und wir wissen nicht, was hier noch ist. Das war ein CDC. Und der Tiger 2 wurde auch schon lange nicht mehr gesichtet, beziehungsweise noch gar nicht. Der musste also auch noch irgendwo rumstehen. Deswegen wollte ich jetzt hier einfach mal kurz warten, bis der Schrittzwang auf der rechten Seite, auf der Nullerlinie hier ein bisschen näher rankommt. Und hier wollte ich mal kurz einen Schuss provozieren, um zu gucken, ob ich den sehe. Aber ich gehe selber nicht auf. Deswegen steht der sehr wahrscheinlich exakt irgendwo da vor mir. Okay. Warten wir kurz. Wir müssen warten, bis der Stritzwagen da außen rum ist. Währenddessen schnetzelt sich der R100 da einmal durch unser Team. Ich hoffe, der Leo PTA kann ihn da rausnehmen. Das wäre ganz schön. Und da müsste ungefähr der Stritzwagen sein. So. Unser Stritzwagen fährt näher ran. Mal gucken, ob er den anderen da aufmacht. Oder wir vielleicht. Ich warte jetzt einfach. Und CDC. Das ist nicht gut. Jetzt sind wir nämlich offen. Mal gucken, ob der Stritzwagen schießen wird. Ja, wird er. Und ich konnte mich gerade so nochmal drehen. Die Heat war tatsächlich jetzt ne, so gewollt. Ich habe gemerkt, okay, ich habe noch Heat drin. Jetzt weiß ich es. Ja. Erst jetzt habe ich es gemerkt. Aber egal, wir werden trotzdem mit Plus rausgehen. Das ist das Lustige an der Sache. Und hier vorne haben wir einen E50. Der zieht sich aber sofort zurück. Macht nichts. Und da haben wir den Stritzwagen. Dem geben wir mal noch eine mit. Jetzt hat er nur noch 24, 34 Hitpoints, naja, da ist nicht mehr viel übrig. Aber unser Stritzwagen wird jetzt hart bedrängt von dem CDC und dem E50. Und da kann ich ihm nicht wirklich helfen, weil wenn ich rauskomme, schießen drei Kanonen auf mich, ne? Nicht so schön, deswegen müssen wir kurz warten. Der Stritzwagen, der eigene, ist ein Tick zu weit vorne. Er hätte sich jetzt zurückziehen müssen. Gucken, ob wir den E50 da noch mitnehmen können. Nein, wird nichts, der fährt exakt zurück. Und oh, unser Stritzwagen hat den anderen Stritzwagen rausgenommen. Oder beziehungsweise der Leopard hat den Stritzwagen rausgenommen. Das ist gut, dann können wir jetzt eventuell angreifen. Und unser Stritzwagen kriegt hier ganz schön eins auf den Deckel. Links kommt auch noch der Tiger 2, der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Den habe ich nämlich total vergessen. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt stehen wir nämlich mittendrin im Salat. Wir haben hier den AMX CDC direkt voraus. Wir haben den E50 auch direkt voraus. Und hinter uns haben wir einen Tiger 2. Das ist jetzt echt ungünstig. Ich hatte ein bisschen Schiss um meine Hitpoints. Deswegen bin ich jetzt hier einfach mal stehen geblieben und habe jetzt einfach gewartet, Hull down, um einfach nur die Fühlung zu halten. Ne? Dass der CDC nicht abhaut und... Ah, okay, interessant. Dass der CDC oder der E50 nicht abhaut und der Tiger 2 jetzt angegriffen werden kann vom Rest unseres Teams. Und die haben aber echt extrem lange gebraucht, um den Tiger 2 da rauszunehmen. Das ist halt nur ein Tiger 2, ne? Das ist ein Tier-10er-Gefecht. Und wir haben fast nur noch 9er am Leben. Deswegen werde ich jetzt etwas Fatales machen. Ich drehe meinen Turm, um ihn hier noch eine mitzugeben. Verpasst dafür aber hier den Winkel, um den CDC hier aus seiner Kanone zu fahren. Hat er uns eine verpasst? Naja, gut. Wir haben immer noch Hitpoints. Ja, ein paar haben wir noch. Und der Tiger ist jetzt quasi One-Shot. Das heißt, unser Team kann jetzt den Tiger demnächst rausnehmen. Das war ein kalkuliertes Risiko. Und da ist der Tiger 2 raus. Jetzt kann mein Team mir hier helfen. Ja. Ich kann hier nicht angreifen, sonst werde ich hier im Fokus von zwei Kanonen, das wäre echt unschön und die würden beide durchkommen. Deswegen musste ich jetzt hier kurz stehen bleiben, aber jetzt können wir hier ein bisschen mehr machen. Vielleicht kriegen wir einen Schuss auf den E50, nein, aber der CDC ist raus. Das heißt, wir können den E50 jetzt jagen und sind damit eigentlich komplett safe. Der CDC, finde ich, hat hier einen kleinen Fehler gemacht. Der hätte einfach wegfahren können. Ne? Der hätte uns aus der Entfernung beschießen können, irgendwo auf einer 8er, 9er, 0er Linie. Wir hätten nichts dagegen tun können. Dass der hier vorne rumgestanden ist und nicht weggefahren ist, war irgendwie blöd. Naja, egal. Ein bisschen Glück gehört dazu. Und ich habe es ja auch vermasselt. Jetzt sind wir auf AP, ja. Ich habe die ganze Runde gedacht, ich schieße mit AP und deswegen... verzeiht mir bitte meinen Spaß mit Goldrunde. Kann passieren, es ist 6 Uhr morgens gewesen. So, also wie gesagt, heute 16 Uhr. 15. und 16. Juli ab 16 Uhr, also heute und morgen. Ab 16 Uhr geht's los und ich freue mich wirklich drauf, denn wir können selbst für unsere Bilder sorgen. Wir können selbst mit der Kamera rumkurven und ich hoffe, ich kriege das hin. Das ist mein erstes Mal, dass ich den Observer-Modus selbst testen kann. Und das werde ich jetzt erstmal einrichten. Ich hoffe, ihr habt Spaß drauf und freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. So, das war nur Second Class. Wir haben aber hier ja, 74.000 Credits eingenommen, 2.764 XP und... Da haben wir 5.182 Schaden gemacht. Ja, Spaß mit Gold, ne? Dazu noch Stahlband und Großkaliber reicht mir. Aber nur 7.458 Credits mit nach Hause genommen. Ja, war ein bisschen sehr viel Gold. Sorry dafür. Macht's gut. Bis bald, euer Mu. Denkt dran, nachher streamen. Tschüss. Hüter der Herde, Juli 2017 sind Henning W., Nikichi 87, Siedaum und Laertes. Vielen, vielen Dank an euch. Wir haben auch einen neuen Rang, und zwar der Betreuer der Herde, nur für Erl. Dankeschön.
Und Special Thanks nochmal an Pizza Wagner und Laertes, weil die Verrückten noch extra gespendet haben. Wenn ihr auch spenden wollt oder könnt, tippi.com/motility würde mir sehr helfen. Vielen, vielen Dank an alle Spender da draußen. Habt euch lieb. Dankeschön.